Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart zu einem Marktupdate an diesem Mittwochvormittag, wo die Stimmung weiter ein bisschen angenockt ist hier unter den Anlegern. Kein wirkliches Aufbäumen nach dem gestrigen Kursrutsch von rund 1,6%. Der DAX weiter unter der Marke von 9.600 Zählern. Also da macht sich so ein bisschen Ernüchterung breit. Ja, wir wollten doch Richtung 10.000 eigentlich in dieser Woche. Das war so ein bisschen die Erwartungshaltung am Wochenende. Und nun luken viele schon wieder nach unten und sagen, charttechnisch könnte das Ganze wieder ein bisschen ungemütlicher aussehen. Sogar das Ziel von 9.400 wird ja schon unter Marktbeobachtern genannt. Aber wollen wir es mal nicht herbeireden und die Sache nicht zu schlecht hier darstellen. Im Moment der Markt also knapp behauptet. Er verdaut natürlich einmal mehr hier Konjunktursignale, die nicht ganz so erbauend sind. Wir haben den IFO-Geschäftsklimaindex bekommen aus München für den Monat September. Da werden ja 7.000 Unternehmer in Deutschland befragt nach ihrer Stimmung. Wie ist sie im Moment und wie ist die Erwartungshaltung für die nächsten Monate? Und diese Stimmungsbarometer, liebe Zuschauer, das hat sich weiter eingetrübt im Monat September zum fünften Mal in Folge, dieser Rückgang. Also, wir sind jetzt bei 104,7. Die Markterwartung war schon darauf eingestellt, aber war ein bisschen optimistischer, nämlich bei 105,7. Also noch ein Pünktchen schlechter als vom Markt ohnehin erwartet, und das drückt natürlich einmal mehr hier ein wenig auf die Stimmung. Wir haben dann natürlich das Thema, ja, Europa droht da möglicherweise doch die Stagnation. Fallen wir zurück, vor allen Dingen, wenn der Wachstumsmotor Deutschland ins Stottern gerät. Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut sagte zum IFO-Index, ja, der Konjunkturmotor, er läuft zumindest nicht mehr wirklich rund in Deutschland. Die Vorgaben auch nicht doll, auch nicht rund. Wir haben die Wall Street im Minus gesehen. Der Dow mit 0,7%, liebe Zuschauer. Der S&P 500 mit 0,6%. Die Nasdaq mit 0,4%. Tokio auch so ein bisschen leichter. Der Euro nach dem IFO, ja, wenig verändert bei 1,2850. Da bewegt sich nicht viel. Und wir haben den Goldpreis bei 1.224 auch wenig bewegt. Merck, die Aktie läuft weiter. Der Pharmakonzern aus Darmstadt nach der Bekanntgabe dieses 17 Milliarden Dollar Zukaufes weiter gefragt und vor allen Dingen auch gelobt von den Analysten. Die Commerzbank heute früh sagt, kaufen nach zuvor halten, Kursziel kräftig rauf, nämlich jetzt auf 87 Euro. Da wäre also Luft nach oben noch für die Aktie, die aktuell etwa bei 75 Euro steht. Merck also weiter ganz vorne mit dabei. Ja, fast wie eine Rakete, kann man sagen. Da sind wir beim Thema Rocket Internet. Der Großaktionär von Zalando hat jetzt Lust auf die Börse, aufs Börse ein Parkett und will auf jenes am 9. Oktober Preisspanne heute früh veröffentlicht für die, die sich für die Aktie interessieren und zeichnen wollen, 35,50 bis 42,50. Das würde bedeuten, man könnte etwa 1,6 Milliarden Euro hier einnehmen. Also viel Geld für die Samwa-Brüder aus Berlin. JP Morgan sagt, das Orderbuch hat sich schon nach einer Stunde gefüllt. Also da ist die Nachfrage entsprechend groß. Dann schauen wir noch abschließend auf den EUWAX Sentiment Index. Bleiben wir also bei den Stimmungsindikatoren. Der war erst im Plus mit 37 Punkten, dann mal kurz im Minus. Jetzt liegt er etwa wieder so bei 15, also kein klarer Trend im Moment. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bis später, alles Gute, tschüss.